Translationale Forschungen vertiefen und verbessern unser Verständnis kanzerogener Erkrankungen. Dieser Forschungsbereich ist eines der Schwerpunktthemen beim DGIM-Kongress 2015. Aktuelle Forschungstrends und die zukünftigen Fragestellungen benennt Professor Reinhardt. In der translationalen Forschung geht es um die Verbindung von Grundlagenwissenschaften auf der einen Seite, die sich immer weiter spezialisieren, und die klinische Anwendung auf der anderen Seite. Für die klinische Forschung ganz speziell gesprochen geht es um die Verbindung neuer Erkenntnisse aus der Grundlage zum Patienten. Da wir massive Wissenszuwächse haben durch neue Technologien, wie zum Beispiel DNA-Sequenzierung, und dieses Wissen, was tatsächlich sofort relevant ist für den Patienten, muss übertragbar sein in die Klinik in einem praktikablen Weg. Tiefensequenzierung der DNA kann zu einem besseren Verständnis etwa der Tumorentstehung beitragen und eine Target-Therapie ermöglichen. Zum Beispiel haben wir Material von unseren Patienten, das wir tief sequenzieren, die DNA verstehen. Wir finden die Mutation, die eine Mutation, die zu der Tumorentstehung beiträgt. Und diese Mutation können wir ganz gezielt angehen mit neuen Medikamenten. In Köln zum Beispiel haben wir ein sehr, sehr großes Bronchialkarzinom-Programm aufgelegt, in dem wir all unsere Patienten mittlerweile sequenzieren, die Hotspot-Mutationen durchsequenzieren und die Patienten ganz gezielt und aggressiv in frühe First-in-Man-Studien einschließen mit neuen Compounds, die ganz gezielt den Genotyp der Patienten sozusagen als Voraussetzung nehmen, um dann maßgeschneiderte Therapien anzubieten. Translationale Medizin ist ein sehr junges Forschungsfeld. Ein Meilenstein sieht Professor Reinhardt in der Entwicklung von Imatinib. Die wesentliche Entdeckung vor 15 Jahren ungefähr war die Entdeckung des BCR-ABL-Fusionsproteins in der CML und dann die Entwicklung von Imatinib für die Behandlung dieser Patienten. Das ist ein Compound, was ganz spezifisch das mutierte Gen in dieser Erkrankung targetet. Und das war eigentlich der Startschuss für die translationale Medizin. Als Kongresssekretär für die Jahrestagung 2015 wird Professor Reinhardt insbesondere die Themen der translationalen Medizin fokussieren. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, einen massiven Schwerpunkt auf die translationale Forschung zu legen. Wir werden spezialisierte Sessions abhalten, in denen translationale Aspekte verschiedener internistischer Erkrankungen beleuchtet werden. Und wir versuchen, Wege aufzuzeichnen, wie wir eine Translation von der Basic Science hin zu unseren Patienten und auch zurück abbilden können. Und wir werden in dem Chances-Programm ganz spezifisch darauf eingehen, dass wir jungen Kollegen, Nachwuchsforschern Wege aufzeigen, wie sie sich positionieren können in diesem Spannungsfeld zwischen Basic Science, klinischer Patientenversorgung und die Translation ermöglichen können.